One, two, three, Fortress! Falcon! Keep on flying! Ja, mein Name ist Richard Frasel. Ich studiere in Salzburg auf Lehramt Deutsch und Religion und habe den Fortress Falcons Quidditch Club gegründet. Quidditch ist ein Studierendensportart hauptsächlich und setzt sich zusammen aus drei Sportarten, aus Handball, aus Dodgeball und aus Rugby. Man kann sagen, es ist eine Vollkontakt-Sportart, also man kann den Gegner, die Gegnerin auch umreißen. Und ganz wichtig, gemischgeschlechtlich, Männer und Frauen stehen gemeinsam am Platz. Die Geschlechter sind da sehr ausgeglichen. Also 7 Personen stehen in einer vollen Linie quasi am Platz und jedes Geschlecht ist zumindest 3-mal vertreten. Ja, fliegen können wir natürlich nicht, schaffen wir nicht. Das heißt, man nimmt eine PVC-Stange, die immer als Handicap zwischen den Beinen ist und mit der läuft man quasi rum, die ist ein bisschen kürzer wie ein Meter. Vom Spielfluss her würde ich es am ehesten mit Eishockey vergleichen, weil es sehr stark hin und her geht. Man wechselt immer zwischen Angriff und Verteidigung. Mit dem Quaffle, einem Volleyball, werden die Punkte gemacht von den Chasern, die haben ein weißes Stirnband auf. Und die Beater mit dem schwarzen Stirnband schießen SpielerInnen ab. Wenn man abgeschossen wird, fällt man vom Besen, muss zurücklaufen, wieder aufsteigen. Und es gibt auch noch einen Hüter, der quasi die Tore verhindert und in der Offense den Spielmacher gibt. Und zu guter Letzt kommt dann, wie man es aus dem Film kennt, der Harry auf das Feld, der Sucher, und versucht sich den Schnatz zu holen, der ein eigener Schiedsrichter ist, mit einem Tennisball in einer Socke, die hinten an der Hose baumelt, und wenn der Sucher den fängt, dann ist das Spiel vorbei. Mittlerweile gibt es insgesamt 7 Teams in Österreich, die einmal im Jahr den österreichischen Quidditch-Pokal spielen. Heuer wird der in Salzburg sein, am 20. November voraussichtlich im Duck Pond, also bei den Salzburg Ducks, eine Footballmannschaft. Es gibt auch Fun-Turniere im In- und Ausland, eine zentraleuropäische Liga und auch Europa- und Weltmeisterschaften, das heißt, wir haben auch ein Nationalteam. Für manche übertragt sie die Faszination aus dem Harry Potter-Universum sicherlich auch auf die Sportart und sie gehen wahrscheinlich auch mit dieser Motivation hinein. Aber da es Leistungssport ist, eine ganz brutale Sportart, wo man vor allem sehr viel Ausdauer braucht, kommen auch viele über die Sportschiene und sagen, bah, dieser Sport taugt mir, weil da gehe ich heim und ich habe wirklich viele Kalorien verbrennt, taugt mir.